Ich bin hier auf Madeira und mache hier einen total tollen Fotokurs bei Stefan Schäfer. Was mir besonders gut gefallen hat, weil es war nicht meine erste Fotoreise, ist die zeitliche Abfolge. Es ist wirklich so, dass wir früh aufstehen und den ersten Fotospot schon vor Sonnenaufgang erreichen. Dann zurück zur Unterkunft frühstücken. Ein bisschen Bilder auswerten und noch ein bisschen ausruhen. Bisschen lernen, dann gab es ja Workshops und dann nochmal los zum Fotografieren. Genau so läuft das hier und das ist genau mein Ding. Der Wetterbericht hat gestimmt. Stefan hat natürlich alles perfekt geplant, dass wir rechtzeitig hier sind, dass wir genug Zeit haben, um nach oben zu klettern, die Ersten am Spot waren, ganz in Ruhe alles aufbauen durften. Man bekommt hier die gesamte Wertschöpfungskette der Fotografie mit. Von wann weiß ich, wann gutes Wetter ist. Himmelsröte, sichtbare Himmelsröte. Dann morgens früh aufstehen, zur Location fahren. Dann wirst du nicht alleine gelassen an der Location. Stefan hilft dir und guckt auf deine Komposition, gibt dir Tipps, sagt dir, wie du belichten musst, sagt dir, welche Schärfe du ziehen musst. Und dann ist es auch noch nicht vorbei, dann fährst du zurück. Dann geht es halt weiter in Lightroom, zu gucken, wie bearbeitet man korrekt, ein Auge zu entwickeln, was natürlich aussieht. Und dann in Photoshop noch ein paar Effekte reintun, und dass man am Ende tatsächlich nicht nur ein gutes Bild hat, sondern eine ganze Reihe an Bildern. Wir haben gleich ganz am Anfang als kleine Überraschung und als Bonbon zur Ankunft einen Gutschein von Whiteboard geschenkt bekommen, mit dem Hintergedanken, eines der Fotos auszudrucken und großformatig an die Wand zu bringen. Der ganze Workshop zielt ein bisschen darauf ab. Das Team, das sich hier zusammenfindet, ist ein Team von Enthusiasten. Da ist jeder 100% bei der Sache. Jeder ist gewillt, seine Kompetenz auch den anderen weiterzugeben. Die Spontanität hat mir am besten gefallen. Also es gibt kein festes Programm, das wir abgespult haben, sondern wir haben wirklich auf die Situation uns angepasst, haben den Nebel gesucht und gefunden, wenn er da war, haben den Sonnenaufgang fotografiert, wenn es einen gab. Wir haben uns die Milchstraße auf dem Pico Uivo angesehen, als es einen klaren Abend gab. Und das war auch mein Highlight. Ich habe vorher Weitwinkel immer nur benutzt, um Architektur zu fotografieren. Und hier zum ersten Mal in meinem Leben Weitwinkel genutzt in einem ganz anderen Zusammenhang, Weitwinkel in Landschaft. Und gerade bei den Bäumen sind ein paar Bilder dabei, wo ich sage, die sind mir mit Weitwinkel gelungen. Zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich mit Weitwinkel was anfangen konnte, was bis dato nicht der Fall war. Also für mich persönlich war offen gesprochen das Ziel, meine Leidenschaft für Landschaftsfotografie wiederzufinden, weil ich das eben in den letzten paar Jahren so ein bisschen verloren habe. Das ist auf jeden Fall geglückt. Also ich gehe mit einem strahlenden Lächeln, weil ich weiß, ich nehme richtige Schätze mit nach Hause. Ich würde die Reise unbedingt weiterempfehlen, insbesondere wenn man auch noch nicht so viel Ahnung hat. Es war perfekt organisiert, man hatte viel Zeit, ohne Hetze. Also für mich war es optimal. Ja, es war eine sehr schöne Woche. Es war sehr cool, es war eine schöne Gruppe, gute Stimmung, schöne Motive, schöne Landschaft. Nee, es war echt richtig schön. Ich würde dir auf jeden Fall weiterempfehlen. Stefan und auch Benny haben sich so viel Mühe gegeben. Es hat richtig Spaß gemacht. Für Fotografen genau das Ding.